Ich habe mir selber mal noch mal Gedanken zum Thema Integration gemacht. Und ich denke, jeder hat seine ganz persönliche Vorstellung davon, wie genau Fremde in unsere Gesellschaft integriert werden können und wo die Grenzen liegen. Die meisten gehen davon aus, dass Migranten die deutsche Kultur, Recht und Gesetz und die hiesigen Sitten und Gebräuche respektieren sollten. Wer eine Pflicht zur Integration und zur Achtung unserer Gesetze verlangt, macht sich allerdings schon verdächtig. Grüne und Linke fordern immer wieder, dass sich die Deutschen den Zuwanderern anpassen müssen. Da unsere Kultur, Religion, Tradition und Lebensart keine Zukunft haben. Dass eine bunte Bereicherung alternativlos ist für dieses Dunkeldeutschland. Man soll doch bitte nachsichtig sein, wenn Migranten sich anders verhalten, Meinungsverschiedenheiten mit dem Messer austragen oder Frauen verachten. Das sind natürlich nicht alle, aber jene, die unsere Werte mit Füßen treten, lässt man gewähren. Bedauerliche Einzelfälle nennt man das. Was unter dem Begriff Asylanten bzw. Flüchtlinge in unser Land gelockt wird, hat nur noch begrenzt etwas mit der Hilfe für politisch Verfolgte oder Kriegsflüchtlinge zu tun. Herr Gauck und Frau Merkel haben eine schriftliche Einladung in die Welt gesendet. Jeder soll kommen, ob er Hilfe und Schutz braucht oder nur Geld. Doch wie soll das angesichts dieser Massen funktionieren? Ein gebetsmühlenartiges Wiederholen des Slogans »Wir schaffen das« reicht da nicht. Auch ein freundliches Gesicht der Kanzlerin bringt nichts, wenn sie sich über das Wie und wie lange noch ausschweigt. Doch was soll erst werden, wenn die vielen freiwilligen Helfer ein ungutes Gefühl nicht mehr loswerden? Die Erkenntnis, dass ihre Hilfsbereitschaft ausgenutzt wird. Dass es unter den Flüchtlingen viele Menschen gibt, die keinen Asylgrund haben, die trotz eines syrischen Passes keine Syrer sind und auch keine Kriegsflüchtlinge. Wenn Migranten eine völlig illusorische Vorstellung vom Leben in Deutschland haben. Wenn sie nicht bekommen, was ihnen versprochen wurde und weswegen sie gekommen sind. Diese jungen, kraftstrotzenden Männer ihre Ansprüche mit roher Gewalt durchsetzen. Sie werden sich nehmen, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht. Grüne und Linke werden es beklatschen, die Kanzlerin wird schweigen und es aussitzen. Und der Herr Gauck wird seine Hände falten und hoffen, dass alles nicht so schlimm wird. Aber wir werden diejenigen sein, die es mit voller Wucht und Brutalität trifft. Und wir werden uns fragen müssen, wem wir da bei der letzten Wahl unsere Stimmen gegeben haben. Vor nicht allzu langer Zeit behauptete eine gewisse Frau Merkel, dass Integration in Deutschland gescheitert sei. Damals waren es einige tausend Migranten. Die gleiche Frau Merkel glaubt jetzt, da es Millionen sind, dass wir es schaffen. Dass es noch Vorteile hat, dass es uns bereichert und Deutschland stark macht. Das deutsche Volk hat niemand gefragt, ob wir Millionen Refugees abseits von Asylgründen und Sicherheitsrisiken aufnehmen wollen. Man hat uns nicht gefragt, weil man die Antwort kennt, weil man die Antwort fürchtet vor einem Volk, das langsam wieder selbst denkt. Wo Schlafschafe aufwachen und aus der Gutmenschenherde ausbrechen, wo der Mann auf der Straße seine eigenen Erfahrungswerte, seine eigenen Gedanken und seine eigene Einschätzung der Situation als Maßstab nimmt. Wo die Parolen der Politiker nichts mehr mit den täglichen Erlebnissen zu tun haben. Und wo die Glaubwürdigkeit unserer Volksvertreter genauso wertlos ist wie die Flüchtlingsprognosen vom letzten Monat. Wer nur noch das Fremde umarmt und den eigenen Nachbarn verteufelt, wird bald selbst der Fremde sein und für seine Nachbarn der Teufel.